Hallo und herzlich willkommen bei diesem so schlechten Bundesliga-Wetter. Wir sind in Bochum und wir müssen gegen die WXL von VfL Bochum ran. Die Jungs sind ja wieder aufgestiegen aus der zweiten Liga und das ist richtig, richtig schlechtes Wetter. Aber wir stehen auf Platz 4 nach 28 Spieltagen. Das ist recht gut. Damit können wir leben. Das bringt uns auf jeden Fall, glaube ich, vierter Platz. Bringt uns das Europa League. Champions League müssten wir, glaube ich, unter den ersten drei sein, oder? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr euch da sicher seid. Wenn ihr genau wisst, von welchem Platz bis zu welchem Platz es für die Champions League gibt und bis zu welchem die Europa League. Ich bin mir aber, glaube ich, sicher, vierter Platz ist nur Europa League. Wie gesagt, wenn ich falsch liege, schreibt es einfach in die Kommentare. Oben rechts das Sky Bundesliga Live Symbol. Ich finde das jetzt sehr nice. Habe jetzt mein transparentes Logo in der Mitte gemacht. Ich bin aber auch am Überlegen, ob ich das dort entferne, weil eigentlich braucht man das gar nicht mehr. So, ich habe das auch bei anderen YouTubern nicht mehr großartig gesehen, dass die noch ein Wasserzeichen oder so haben bei ihren Videos. Da bin ich wirklich am Überlegen, ob ich das wegnehme. Paulo Dybala, der darf heute mal wieder ran. Und gegen Duisburg erhoffe ich mir natürlich eine Menge Tore. Und wie immer schneide ich euch dann auch wiederum die besten Szenen zusammen bei diesem doch recht schaurigen Spiel. Bis dahin, ne? Und jetzt viel Spaß bei diesem Spiel. Ja, und hier sehen wir auch schon die erste Möglichkeit auf einmal von Bochum. Ja, da musste sich der Adler richtig lang machen. Was war denn jetzt hier los? Wir wollten eigentlich spitzenreitermäßig doch ganz schnell in Führung gehen und mussten uns nach der dritten Minute auf einmal schon von so einem krassen Schuss hier von den Bochumern richtig erstmal schocken lassen. Die Ecke wird jetzt verwandelt und geht sehr weit raus, aber einer kriegt die noch. Eisfeld. Aufpassen. Oh, wieder super Parade hier von René Adler, unserem Torwart, Man of the Hamburg. Ja, Lanzini geht dort in den Zweikampf richtig gut rein. Macht zwar nochmal eine Ecke für die Bochumer, aber das bringt es dann auch nicht, weil wenn man so oft nichts unterkriegt, ist das halt auch nicht wirklich positiv. So. Oh, Paulo. Paulo läuft einfach mal vorbei. Kriegt ihn noch. Sakai. Und hier nochmal schnell ran da, aber Eisfeld, der geht da mal. Und Süle kommt nicht richtig an den Ball ran. Und Itzko, der kopft ihn einfach mal. Aber es gibt wieder Ecke. Es gibt wieder Ecke hier für Bochum. Meine Güte, nochmal. Wir haben fast 9 Minuten. Und das ist schon die vierte Ecke jetzt hier für Bochum. Das ist rekordverdächtig, würde ich mal glatt sagen. Und in den ersten paar Minuten habe ich, glaube ich, so viel noch nie gesappelt. OMG. So, und jetzt haben wir mal eine Ecke hier für uns und wir bringen die mal ein bisschen weiter raus. Die brachte uns keinen Erfolg. Nochmal. Ah, das sah auch nicht so gut aus. Das Ding ist noch heiß. Was machen wir daraus? Was machen wir daraus? Wir machen nichts daraus. Also, kurzum muss man schon sagen, Bochum hat sich hier schon einige derbe Fouls erlaubt, auch im Elfmeterraum, die einfach nicht gepfiffen wurden. Ich wurde schon zweimal mit Paulo Dybala richtig böse gelegt, aber es gab nicht mal einen Freistoß oder irgendwas anderes. Und ja, das ist natürlich jetzt sehr schwer. Und da war die Chance von Lanzini gewesen, den Kopfball zu machen. Und der geht, ja, denn doch ein bisschen zu hoch. Wurde er noch abgefälscht? Ich glaube, nee, wurde nicht mehr von Riemann abgefälscht. Oder doch? Wurde er wohl doch. Nochmal. Ecke die zweite. Nein, diesmal kam Riemann ganz normal ran. Na, endlich! Tor!
Tor in Bochum für die Hamburger Sportverein, Jungs. Super haben wir das gemacht. Super Zusammenspiel. Endlich hat es funktioniert. Es hat eine Stunde gebraucht, bis es endlich unter diesen Witterungsbedingungen geklappt hat. Und hier sehen wir es nochmal. Schön, zack, Lanzini zieht das Ding durch. Und Paulo Dybala bringt es mit den Innenpfosten dann in das Netz der Bochumer. Hier wird der Pfosten halt noch zum Mitspieler. Riemann geht schon in die richtige Ecke, kann da aber nichts mehr machen. Somit führen wir nach einer Stunde mit seinem 17. Bundesligator. Meine Fresse nochmal, Paulo Dybala. Schönes Ding hier vom Italiener. Aber auch hier eben gerade die gefährliche Situation hier von Bochum, die eben einfach mal so einen schönen Lupfer gebracht haben, und Diekmeyer und Adler können sich dort richtig gegenseitig in den Arm nehmen und sich beglückwünschen. Und was gibt es jetzt? Jetzt gibt es hier erstmal die Auswechslung und wir sehen auf das nächste Spiel. Ja Jungs, das nächste Spiel. Das nächste Spiel ist ein Nordrevier-Dübir. Und wir werden alles daran setzen. Itzko wird jetzt rausgehen und dafür kommen Weiß rein. Mal gucken, ob sich da irgendwas ändert. Wir sollten eventuell auch mal daran denken, hier vielleicht einen mal auszuwechseln. Ich wäre ja ganz gerne mal für... Komm, wir wechseln mal den Müller aus für ihn. Und den Ekdal für Tachtidis. Und den Traoré für Dybala. Einfach mal, weil wir es können. So, Traoré jetzt. Ein bisschen vorlegen, ein bisschen vorlegen. Ich wollte ich noch nicht, so weit wollte ich nicht vorlegen. Verdammte Scheiße nochmal. So weit wollte ich dann doch nicht vorlegen. Das wäre, glaube ich, auch abseits gewesen. Ja, abseits wird gepfiffen gegen Bernard Traoré. So, jetzt mal hier eine wunderschöne Minouche Trois-Tard. Bernard Traoré. Und das war schlecht gewesen. Das möchte ich dann doch gerne wieder streichen aus diesem Spiel. Ja, und Tor hier wieder in Bochum. Statt Traoré macht es wieder mal Lanzini. Schön zusammengespielt. Traoré sieht Lanzini dort in der Mitte. Der kann sich an und dann der angeschnittene Schuss. Sauber ist ja ein bisschen was anderes, aber unter diesen Witterungsbedingungen war es das Beste, was der gute junge Mann dort machen konnte. Und wir führen genau das durch, was wir uns gegen Bochum auch vorgesetzt haben. 8. Tor in seiner Bundesliga-Laufbahn diese Saison. Schönes Ding von Manuel Lanzini. Tja, und dann waren wir mal ganz abgezockt. Haben die Jungs ganz plump ausgespielt und haben einfach mal einen ZDM-Spieler, nämlich Tachtidis, einfach mal ausgespielt. Hier, sehen wir es. Julian Brandt kriegt das Ding, sieht ihn einfach. Der kann das Ding ungestört annehmen und verwandeln. Ja, da sehen die Dortmunder, die Bochumer ganz böse aus. Da kommen die beiden Verteidiger auch viel zu spät. Und für Riemann ist da einfach keine Chance. Keine Chance für den Guten. Und Hamburg kann hier die Aufsteigermannschaft Bochum richtig böse ausnocken. Sein erstes Tor in der laufenden Saison. 0:3 steht es hier am 29. Spieltag für Hamburg in Bochum. Ja, und nochmal kriegen wir ganz kurz vor Ende des Spiels nochmal eine Ecke, 89. Minute. Oh, diesmal schön von Tag dieses, aber Riemann mit einer grandiosen Parade. So, jetzt ist halt die Frage, kriegen wir jetzt hier zum Ende noch irgendwas gebacken? Aber die Jungs aus Bochum sind auch sehr demotiviert.
Das sieht man den Jungs halt auch förmlich an. Es gab halt auch in den letzten paar Minuten nur noch extreme Passfehler. Und ja, viel ist davon jetzt nicht mehr zu sehen. So, und da war's das Spiel. Wir gewinnen in Bochum 0:3 bei Schauer, Schauer, Schauer. Ich möchte euch gratulieren, denn ihr habt ein super Spiel gesehen auf Sky Bundesliga Live bei Mr. Soccer. Und ich möchte jetzt gerne von euch ganz viele Kommentare und wenn es euch natürlich gefallen hat, den Daumen nach oben. Also, bis dahin, liebe Zockerfreunde, und haut rein!